Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem neuen Video. Ja, und nach langem Warten geht es endlich weiter. Falls ihr wissen wollt, wieso jetzt manchmal die Abstände etwas länger sind, bleibt dran. Dazu werden wir, glaube ich, ein spezielles Video auf dem Kanal machen. So, aber wir legen direkt los mit den besten Spielen unserer Meinung nach, also unsere Top 100 Brettspiele. Wir sind heute bei Platz 60 bis 51 und ja, ich würde sagen, let's go und ich fange an. Auf meiner 60 habe ich ein Spiel, was ich sehr schön finde vom Cover und das ist auf der Spiel, glaube ich, vor 3 Jahren rausgekommen. Gibt es auch auf Deutsch bei Pegasus und zwar ist das Treasure Island, gezeichnet von Vincent de Trey, wenn ich mich nicht täusche. Und es ist ein Spiel, wo einer den Schatz versteckt und die anderen Mitspieler den Schatz suchen müssen. Und hier finde ich halt zuallererst das Konzept cool, dass man halt thematisch, einer versteckt vorher den Schatz und die anderen werden dann halt mit Zirkel und Lineal und so versuchen, das zu finden, halt wirklich auf eine Schatzkarte alle Orte zu durchforschen, also man läuft wirklich durch die Erde und sieht durch die Insel und sieht das von oben und man hat halt dieses Wettrennen, man will das vor den anderen Mitspieler finden, aber gleichzeitig hat auch noch der Captain John Silver, der den Schatz versteckt hat, sozusagen der Spielleiter, das Ziel, dass die anderen den Schatz nicht finden und das macht er halt, indem der so Informationen gibt und einige können falsch sein und so. Das finde ich ist ja ein sehr einzigartiges Spiel auf jeden Fall. Also ich glaube, in meiner Sammlung habe ich nur ein Spiel, das so ist. Finde ich sehr schön und macht auch sehr viel Spaß, besonders halt auch in, ja, wenn man dann zu viert oder so spielt, finde ich es am besten. Deshalb auf meiner Platz 60 Treasure Island. Schön, schön. Ich auf meiner ich habe auf meiner Platz 60 ein abstraktes Spiel. Wir haben ein abstraktes Spiel mit Würfeln, die alle andersfarbig sind und wir versuchen bestimmte Muster zu kreieren bzw. Muster oder Aufgaben zu erfüllen. Ich spreche von Sagrada. Ja, ich mag das Spiel sehr, sehr gerne. Es ist wirklich knifflig. Besonders am Anfang ist es relativ einfach, weil man hat, es gibt so Aufgaben, die man erfüllen muss. Hier muss eine bestimmte Farbe liegen, hier muss eine bestimmte Zahl liegen. Dann gibt es natürlich nochmal diese Legeregeln, dass nebeneinander dürfen nicht dieselben Farben oder dieselben Zahlen liegen. Das muss man erfüllen. Das ist am Anfang sehr einfach, weil alles ist leer, mach was du willst. Und dann gegen Ende merkt man, okay, das wird richtig knifflig. Eigentlich brauche ich nur noch diese oder diese Zahl. Und dann versucht man eben mit dem, was man gegeben hat. Es gibt so ein paar Sachen, wo man die Würfel ein bisschen ändern kann. Vielleicht mit dem Vorrat austauschen kann und so weiter. Muss man gut mitdenken. Mag ich sehr gerne. Ja. Und das ist Sagrada. Platz 60, ein sehr schönes abstraktes Spiel. Meine 59 ist überraschend tief, wie ich finde. und zwar ist das The Seventh Continent. Seventh Continent ist ein Open-World-Erkundungsspiel. Anders als Tainted Grail ist es wirklich Open-World. Ihr könnt wirklich überall hingehen und seid da eigentlich nicht dran gebunden. Ein richtig cooles Erlebnis. Wir haben das mit Wally durchgespielt, also das Grundspiel. Und es hat auch richtig viel Spaß gemacht, hat auch eine Weile gedauert. Hat so ein, zwei Schwächen, wie ich finde, also mit den Nebelkarten, dass es irgendwann dann nerven kann mit den Saven und Nicht-Saven. Ja. Darf ich da was einwerfen? Ja, darfst du. Ich weiß nicht, ob es bei Facebook war, ich glaube schon. Bestimmt. Es gab irgendwo eine richtige Diskussion, ob wir zu doof sind für diese Nebelkarten. Ja, das war, das war Facebook. Danach habe ich meinen Facebook-Account gelöscht. Natürlich verstehen wir die Nebelkarten und wir haben die auch richtig genutzt und so weiter. Bloß bei uns war das der Fall, dass wenn man die Flüche einzeln spielt, oder beziehungsweise nacheinander, dann geht man diesen einen Weg und dann merkt man, okay, ich muss eigentlich genau denselben Weg wieder zurücklaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, dieses genau denselben Weg zurücklaufen, da legen wir jetzt keine Nebelkarten mehr drauf. Was eigentlich ja nochmal passieren müsste, wenn du halt zwischendurch savest. Weil du dann alles wegräumst, du fängst dann wieder von dort an, wo du geendet bist. Und dann müsstest du wieder schön diesen Weg legen, aber auch immer mit Nebelkarten. Und dann haben wir gesagt, wir wissen ja, was passiert. Also beziehungsweise wir wissen, wir müssen eigentlich nur von da,
genau denselben Weg wieder zurücklaufen. Wir kennen das schon. Komm, wir machen uns das ein bisschen kürzer und haben die Nebelkarten weggelassen. Und da haben die haben die Nebelkarten nicht verstanden. Die sind voll wichtig. Ja. Und so, ja, natürlich. Also es war auch dann auf Facebook in der Seventh Continent Gruppe und dann wurde ich als doof und alles Mögliche beleidigt. Hallo an die, die das gemacht haben, gucken bestimmt eh nicht den Kanal. Aber ich und Wally, wir sind auch Menschen und haben auch Gefühle. Was? Und das hat mich dann aufgeregt und dann habe ich einfach meinen Facebook-Account gelöscht und deshalb... Ja, falls weil, weil es nicht der erste Fall war, ne? Ja, es war nicht das deswegen. Erste Mal. Ich finde die Facebook-Community oft sehr toxisch. Deshalb chill ich lieber auf unserem Discord. Da, finde ich, sind alle sehr nett und hat eine schöne Brettspiel-Community. Anders als bloß Facebook. Genau. Und da hätten wir vielleicht jetzt, hätten wir uns vielleicht anders ausdrücken müssen oder das verheimlichen müssen, dass wir da unsere Hausregeln reingemacht haben. Aber fand ich lustig. Aber irgendwie, man hat so das Gefühl, man will was sagen. Und dann dachte ich mir, eigentlich bringt das überhaupt nichts, etwas zu sagen. Weil ich hatte das Gefühl auch, dass die Leute, die geschrieben haben, erstens uns nicht gucken und auch an sich irgendwie nicht, uns nicht so mögen. Aber ja, ja, genau. Also, das ist ein Thema, das man immer als YouTuber ab und zu mal hat, ne, dass so einige Kommentare gemein sind. Aber Seventh Continent ist nicht gemein. Wieso das jetzt auf der 59 ist, weil früher war das bei mir viel höher gerankt, eben weil dieses Erlebnis schon länger her jetzt ist. Ich habe natürlich noch mal die deutsche Version gespielt. Es hat auch Spaß gemacht, aber man hat natürlich das schon alles gesehen. Ich habe noch die Erweiterung. Die haben wir noch nicht gespielt. Irgendwie kommen wir jetzt auch noch nicht dazu. Aber irgendwann, und vielleicht wird dann Seventh Continent wieder höher gerankt sein, weil ich mag das Spiel sehr. Okay, kommen wir zu meiner 58. 59. Ah, sorry, 59. Vollkommen richtig. Da haben wir ein Partyspiel. Ein bisschen wieder hier für die Partyspieler unter uns. Und zwar gibt es ein Spiel, das ist schon länger raus und man kennt es. Es ist Crazy Words. Aber das hat mir nicht ganz so gefallen. Es gab aber jetzt eine neue Variante und das ist Crazy Pigs. Und das gefällt mir um Weiten mehr. Ja. Um Längen mehr, sagt man das so. Und zwar funktioniert das Spiel genauso wie Crazy Words, nur dass wir eben Frühling bestimmte Begriffe mit so, man hat so kleine Plättchen und da sind so Symbole drauf oder beziehungsweise das sind so, ja, das sind abstrakte Zeichnungen drauf. Und daraus versuchen wir eben ein ganzes Bild zu basteln, beziehungsweise genau das zu basteln, was wir da gezogen haben. Und das funktioniert. Also genauso wie Crazy Words funktioniert, funktioniert auch Crazy Pigs. Es sieht manchmal total wirr aus. Manchmal hat man nur ein Plättchen hingelegt und hofft, dass kein anderes Wort dazu passt. Und ja, es ist halt... Ich fand meine Crazy Words, Picks habe ich ja immer noch nicht gespielt, Words-Runde sehr lustig, als wir mit einem gespielt haben, der frisch aus dem Iran gekommen ist und so halb Deutsch konnte und da haben wir mit Team Crazy Words gespielt, wollte es halt unbedingt mitspielen und dann kann halt kaum noch Deutsch, weil er gerade noch die Sprache gelernt hat, dann so komische Sachen gelegt. Ich fand das irgendwie immer super lustig. So, war eine sehr lustige Runde mit ihm. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat, aber ja, das stimmt, Crazy Picks hat Christopher immer noch nicht gespielt, weil das muss man erstmal wieder hinbekommen, das so richtig zu spielen. Aber ich fand, es ist halt bisher immer sehr, sehr lustig gewesen, funktioniert. Und ich finde, man wird richtig kreativ, weil am Anfang hat man das Gefühl, man sieht diese Symbole und man sieht das Wort, was man legen muss. Und man denkt sich, wie soll ich das denn bitte schaffen? Und dann, wenn man dann anfängt, das zu basteln und irgendwie man deckt auf und merkt, wow, das funktioniert und man wird richtig kreativ. Das finde ich richtig cool. Gut, meine 58 ist ein Star Wars Spiel. Ich glaube, das ist jetzt das erste Star Wars Spiel. Mhm. Vielleicht auch das letzte. Ich glaube schon. ich glaube, das müsste das letzte sein. Und zwar ist das Star Wars Rebellion. Ein 1v1 Spiel, wo der eine das Imperium spielt, die anderen die Rebellen. Und man kämpft gegeneinander. Man spielt eigentlich die Star Wars Episode 4 bis 6 sozusagen nach. Es gibt noch eine Erweiterung, die habe ich noch nicht gespielt, wo einer halt sein Versteck hat und das Imperium muss halt das finden und kann dann auch Todesstern bauen und dann ballern damit. Ein richtig cooles Spiel, auch ein sehr lustiges Spiel manchmal, weil zum Beispiel war einmal eine Situation, dass ich Chewbacca auf die Seite des Imperiums geholt habe und dann ist er da mit mir durch die Gegend. Naja, immer wieder sehr lustig. Ich hätte es gerne viel höher gerankt. Leider kann ich es halt nur mit Daniel spielen, Magadam.
sein Gamertag, weil Wally halt Star Wars nicht mag und Wally auch keine 1v1 Spiele mag. Ja, es ist eher das als Star Wars. Auch so etwas längere Spiele. Aber wenn ich so ein episches Star Wars Feeling will, finde ich Star Wars Rebellion richtig cool. Was ich noch nicer fände, ist, wenn ein Twilight Imperium Star Wars Edition rauskommen würde. Also einfach TI4, aber halt mit Star Wars Sachen. Falls irgendjemand das sieht, der da was zu sagen hat, ihr müsst Christopher erwähnen. Wäre eine lustige Idee, denke ich mal. Deshalb meine 58. Gut, auf meinem Platz 58 habe ich ein entspanntes Spiel, ein Gateway-Game, was wir sogar in Starbucks geschafft haben zu spielen, obwohl es ein Brett hat. Es ist Little Town. Und das ist wirklich ein schönes Spiel. Ich finde es sehr schön, dass es eben so wenig Platz braucht auf dem Tisch. Deswegen ging es auch auf Starbucks, als man auch in Starbucks sitzen konnte. Ne? Das war mein Geburtstag vor 2 Jahren, glaube ich. Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Aber vor 2 Jahren? Ja, letztes Jahr war Lockdown. Da muss es aber das nicht Jahr an deinem davor. Geburtstag. Doch. Ich kann mir sogar vorstellen, letztes Jahr war, weil wir sonst nichts machen konnten, außer... Nein, das war nicht letztes Jahr. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall Little Town. Ist ein schönes Spiel, wo wir eben unsere Arbeiter setzen können und alles, was drumherum ist, das aktivieren wir. Wir bauen halt unseren Bereich aus und versuchen halt so gut wie möglich das zu nutzen. Ne, dass wir eben das so uns gegenseitig was wegnehmen können. Das ist halt auch irgendwo, es kann auch manchmal gemein sein. Wir haben es eigentlich immer nur zu zweit gespielt. Ja, ich habe es auch mal zu viert gespielt damals. Ich habe es tatsächlich nur zu zweit gespielt. Und ich finde, es funktioniert zu zweit sehr, sehr gut. Also ja, aber das ist auch ein Let's Play. Das stimmt. Das ist ganz lustiges. Ganz lustiges Video habe ich geschnitten. Eines der wenigen Videos. Gut, meine 57 ist eins der besten Flip-and-Ride-Spiele. Ja, auch Roll-and-Ride, aber man rollt nicht, sondern flippt. Welcome to your perfect home. Spielen wir, seit wir das Spiel haben, immer mal wieder rauf und runter. Wir haben die Weihnachts-Edition haben wir komplett weggespielt, das Normale haben wir weggespielt. Das spielen wir richtig, richtig viel. Ich kenne kein Spiel in unserer Sammlung, glaube ich, das wir so oft gespielt haben wie Welcome to. Also das macht richtig Bock und geht schnell, ist sehr entspannt und ich finde es auch sehr schön vom Setting, dieses 60er. Wenn ihr Welcome to noch nicht kennt und ihr mögt so Roll and Rides und Flip and Rides, schaut euch das Spiel unbedingt an. Ja. Also richtig cooles Spiel bei uns, so ein Dauerbrenner. Also würde ich auch niemals weggeben. Alles klar. Auf meinem Platz 57 habe ich ein gehobenes Gateway-Game, kann man das so nennen. Es ist ein Sammelspiel. Nennt man das so? Keine Ahnung. Wo das ganze Artwork nicht zum Spiel passt, zum Spielgefühl passt. Und ich rede von Ethnos. Oh. Wenn man sagt, wo das Cover nicht passt, dann kann es nur Ethnos sein. Kann nur Ethnos sein. Hier versuchen wir versuchen so Rassen zu sammeln und die dann auszulegen. Und desto mehr du von dieser Rasse hast, desto besser ist es und so weiter. Also man versucht zu sammeln und gleichzeitig ist es auch ein Area Control, wo du eben, wenn du halt in einem bestimmten Bereich eben gewonnen hast, dann darfst du dich halt da platzieren. Es funktioniert so, so gut und ich finde, es macht richtig Spaß. Es ist halt dennoch auch relativ simpel, dass du wirklich ein Gateway-Game, dass du das, dass man es leicht anderen erklären kann. Alle können mitspielen und es macht Spaß. Das Einzige ist, man muss halt diese Hürde überwinden, obwohl es so aussieht, wie es aussieht, es zu spielen. Und dann hat man echt Spaß. Und es hat bisher eigentlich, habe ich keinen gehabt, der das mit uns gespielt hat und gesagt hat, nee, irgendwie nicht so. Also wer so einen Zug um Zug sucht, aber ein bisschen mehr oder vielleicht auch vom Setting her ein bisschen auch was anderes sucht, der hat mit Ethnos gute Karten. Ja, beim Kartenspiel. Gut, dann meine 56, ein Spiel, wo es sehr viele gibt, die sagen, ich spiele nur noch die App und nicht mehr das Brettspiel. Und ich einer der wenigen bin, der sage,
ich spiele trotzdem gerne das Brettspiel, auch wenn es viel Aufwand ist. Ich weiß nicht. Und zwar ist das Through the Ages. Through the Ages hat eine richtig gute App-Umsetzung, kann ich euch empfehlen. Aber ich finde auch das Spiel selber richtig cool, dieses Zivilisation aufbauen und alles. Es hat für mich nur eine Schwäche, und zwar, wenn du es verpennst, auf Militär zu gehen, kannst du aufgeben. Und es gibt wirklich die Option im Spiel, einfach aufzugeben. Weil wenn du das Militär verpennt hast, dann greifen dich die Leute an und so. Aber da gibt es auch eine Regel, dass du das halt friedlich spielst, mit der spiele ich dann. Wenn ich Bock auf ein Zivilisationsspiel habe, das mal länger dauern soll, so 3 Stunden, ist Through the Ages eigentlich immer das, was mir sofort in den Sinn kommt, was ich dann spielen möchte. Also finde ich, ist ein richtig tolles Spiel. Ich habe auch eine Zeit lang fast nur die App die ganze Zeit gespielt. Trainiert nennt man das. Nee, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Und dann spielst du das auch in 20 Minuten runter oder so. Richtig cool. Gefällt mir. Cool. Ich habe immer noch nicht die Erweiterung gespielt. Alles klar. So, ich habe auf meinem Platz 56 ein Spiel, das es in verschiedenen Varianten gibt, sage ich mal. Es ist ein Engine-Building-Spiel und ich habe die Apokalypse-Variante hier auf meinem... Aha, 51st Date. Genau, 51st Date, das Master-Set habe ich hier. Genau, es gibt ja natürlich noch Imperial Settler und auch Empires of the North. Und ich mag 51st Date am liebsten. Deswegen ist das auf meiner 56. Es ist ein Engine-Building-Game, wo wir kriegen Ressourcen. Mit diesen Ressourcen versuchen wir, so viel wie möglich in unserem einen Zug zu schaffen. Beziehungsweise in dieser Runde zu schaffen, weil man darf immer nur einen Zug, nur eine Sache machen, dann ist der nächste dran und so weiter. Aber in dieser Runde versucht man, so viel wie möglich zu schaffen. Und das ist halt ein typisches Engine-Spiel, was sehr, sehr gut funktioniert. Ich mag das Setting, ich finde, von all diesen drei Varianten hast du hier die Rassen oder die Spieler, die Rollen, die man nimmt, die sind am ähnlichsten. Die sind, glaube ich, super ähnlich. Die sind super ähnlich. Also wirklich, ich glaube, nur das, was du am Anfang hast, das, was du bekommst, und vielleicht ein bisschen die Fähigkeiten sind unterschiedlich, aber eigentlich der Rest ist komplett gleich. Bei den ganzen Empires of the North und Imperial Settlers ist dann viel mehr Unterschiede. Bei Imperial Settlers habe ich nie gespielt. Ja, das habe ich auch nur einmal gespielt. Dann habe ich die alle am Tisch so abgezockt, dass die keine Lust mehr hatten. Okay. Weil ich halt 51st Date gespielt habe und so wusste, wie ich denken muss. Ja, ich habe die richtig auseinandergenommen. Das war, glaube ich, das einzige Mal im Leben, dass ich so wirklich mit Abstand gewonnen habe. Naja, auf jeden Fall bei Empires of the North, das sind die Rassenrollen. Die sind viel unterschiedlicher und da muss man wirklich auch anders spielen. Und da bin ich, glaube ich, einfach zu schlecht drin, um zu checken, was ich da eigentlich, ich mag das Spiel so. Ja, ich weiß, du magst das aber umso mehr. Aber bei 51st Date habe ich ein bisschen, fangen alle ungefähr gleich an und man braucht nicht, da ist es unwichtig, welchen Wissensstand man hat. So ein bisschen. Auf jeden Fall, ich mag es sehr gerne. 51st Date bleibt noch lange in der Sammlung. Ja, dann auf meiner 55 ein Spiel über Katzen, die auf einer Insel sind, die wir dann zu uns in den Korb locken wollen. I love cats. Die Insel der Katzen auf Deutsch und ist ein Drafting-Puzzle-Legel-Spiel. Und was ich liebe Drafting-Spiele. Ich mag das, mir was auszusuchen und dann weitergeben. So wie Sushi Go finde ich auch. Also sowas kann ich immer spielen. Und bei Isle of Cats hat man halt dieses Drafting, was ich cool finde. Dann, welches Puzzleteil kaufe ich mir jetzt, bei der Auslage? Und wo positioniere ich es jetzt? Und welche Mission habe ich dann auch noch? Ne? Und es ist so ein bisschen, es ist etwas mehr als die meisten Puzzlespiele. Und das gefällt mir so sehr. Und mit dem Drafting, ich finde, es ist einfach sehr schön kombiniert. Es ist eine positive Überraschung für mich, weil ich denke, für viele ist das so, ja, ist ganz nett, habe ich mal gespielt, aber bei mir ist das so, das könnte ich direkt so mehrere Male hintereinander spielen. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das Spiel so gefällt und ist auch auf meiner 55 deshalb. Isle of Cats. Ich habe auf meiner 55 habe ich ein Roll and Write, wobei man da nichts rollt. Und nicht writet.
Man flippt. Das ist richtig. Darf man writet. Also man flippt, man hat Karten, die umgedreht werden und dann darf man da was einzeichnen. Und zwar zeichnen wir Landschaften ein. Ich spreche von Kartograf. Und zwar haben wir, hier ist das Besondere, wir haben 4 Missionskarten und in jeder Runde sind immer 2 Missionskarten gerade aktiv, also die Sachen, die gerade Punkte geben. Und darauf muss man spielen. Und dadurch, dass sich das auch immer wieder verschiebt, das heißt, es gibt jede Missionskarte gibt immer 2-mal Punkte und die allererste gibt halt in der ersten Runde Punkte und in der letzten. Und das ist halt auch, na, darauf muss man halt spielen. Und so fängt man dann an, seine ganzen Sachen einzuzeichnen. Finde ich sehr, sehr cool. Das ist das eine. Was auch, also, was nochmal dazu kommt, ist auch, dass es auch gemein sein kann, weil man da eben auch Monster dem Gegner einzeichnen kann. Sobald die Monsterkarte aufgedeckt wird, nimmt man sich den Block von dem Nachbarn und darf dann Monster einzeichnen, da wo es wirklich am unpassendsten ist und so weiter. Und das ist halt auch ein ganz lustiger Moment im Spiel. Funktioniert sehr gut, macht Spaß. Ich finde, ich hätte gerne noch mehr Missionskarten. Der fühlt sich sehr ähnlich an und trotzdem muss man jedes Mal lesen, was soll das jetzt also sein? Also da hätte man noch ein bisschen mehr sich Mühe geben können, die zu erklären, damit sie einfacher erklärt sind. Aber ich hätte gerne auch mehr Missionskarten. Ich glaube, da könnte man noch viel interessantere Sachen reinbringen. Aber naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Funktioniert aber auch so, wie es ist. Mhm. Mag ich. Kann man sich auf jeden Fall holen. Ist auf jeden, ich finde auch, das ist eins der hochwertigeren Roll&Writes. Vom Material her. Ja. Gut, meine 54 ist ein sehr neues Spiel. Erst auf das Spiel digital erschien. Und zwar Paleo. Ja, Paleo, ein kooperatives Überlebensspiel in der Steinzeit, wo wir immer verschiedene Szenarien durchleben, die wir am Anfang entscheiden können. Und dann gibt es die Schneewelt und so weiter und so fort. Finde ich sehr interessant, ja, weil jeder Spieler wird immer 3 Karten vor sich haben und dann entscheiden, wo er hingeht und diese Karte dann umdrehen. Und jede Karte hat so eine Rückseite, ne, Rot, Feuer, Wald, Stein und im Wald findest du Holz, ne, Stein, in Steinbruch findest du Stein, ne, aber du kannst halt auch, ein Tier finden, einen Mammut finden, was weiß ich was. Und das finde ich ist sehr interessant, weil es halt kooperativ ist und ich immer diese Entscheidung habe, was mache ich? Und die anderen auch das so entscheiden, da kann man sich noch besprechen. Aber die Entscheidung treffe trotzdem ich selber. Hm. Das heißt, keiner kann dir sagen, du machst das jetzt so. Du kannst sagen, nee, ich mach das so, weil ich finde, das ist logisch. Und dann deckst du die Karte auf und die sagt dann, okay, du kannst das machen. Oder du kannst jemanden im Team unterstützen. Und dann guckst du so und dann so, nee, ich bin nicht so zufrieden. Braucht jemand meine Hilfe? Ne? Und das ist so der Satz bei Paleo, den es immer gibt. So, ich kann jemandem helfen, weil was ich mache, macht keinen Sinn. Und ich finde, das ist was Paleo sehr schön macht, dass es eben dieses Kooperative erzwingt, ohne es zu erzwingen. Ne? Weil manchmal hat man keine Wahl und dann will man den anderen helfen. Und dann schaut man, okay, wie kann ich dir helfen? Ne? Oder man so, boah, ich könnte das schaffen, ich brauche Hilfe, kann mir jemand helfen? Und alle überlegen so, ja, ich könnte dir helfen. Ne? Oder ich will jetzt eine böse Karte aufdecken, kann jemand mir bei der Jagd dann helfen? Und so weiter und so fort. Das, finde ich, haben die richtig schön gemacht. Dass auch das modular ist, also immer andere Karten nimmst, finde ich auch alles sehr, sehr schön und meiner Meinung nach, am Montag werden ja die Nominierten auch bekannt gegeben, wir haben jetzt doch kein Video dazu gemacht, ist Paleo für mich, wenigstens nominiert zum Kennerspiel des Jahres für mich persönlich. Es hat mich sehr positiv überrascht, also von Hans und Glück. Besonders auch, weil Hans im Glück bringt gute Spiele raus. Die sind immer gut gestreamlined, aber die fesseln uns nicht. Manchmal hat Hans im Glück, dass sie das zu überstreamlinen. Das ist zu knackig. Also nicht knackig, das ist falsch. Es fließt zu schnell, dass man viel zu schnell durch das Spiel isst. Also man hat viel zu schnell das Spiel geknackt. Ja, hier ist knackig. Man versteht das so, man hat schon alles erlebt gefühlt, weil das so gestreamlined ist. Und hier ist es, weil es eben auch so komplex ist, also wirklich, es ist schwierig, die ganzen Missionen zu schaffen. Und deswegen ist man da nicht so schnell durch. cooles Spiel. Paleo auf der 54. Kann ich zustimmen. So, auf der 54 bei mir haben wir einen modernen Klassiker.
Und zwar den Drafting-Klassiker, den man so kennt. Das ist Sam Wonders. Sam Wonders. Das Schöne ist, es ist halt ein Spiel, was wirklich funktioniert, was man aber auch mit 7 Leuten spielen kann, was wirklich eine Seltenheit ist, dass man halt so ein Spiel hat, was dann nicht mit der Spielanzahl viel zu lange dauert irgendwann, sondern es funktioniert, man hat ein ganzes Spiel, man hat halt dieses Drafting, was, ja, wo man halt so sich entscheiden muss, worauf gehe ich, möchte ich Militär haben, eher da der Babu sein, oder möchte ich eben auf diese Kultur, ist das Kultur? Diese Entwicklungen gehen, damit ich halt bloß viele Punkte mache und so weiter. Das ist halt alles, man hat so ein bisschen, wofür entscheide ich mich und da, das mache ich. Aber natürlich muss man auch damit klarkommen, was man gerade bekommt an Karten und ein bisschen auch auf die anderen schauen. Also es hat alles, ohne kompliziert zu werden. Und man kann es auch mit vielen Leuten spielen, kann es aber auch zu dritt spielen, funktioniert immer noch gut. Deswegen ist Sam Wonders wirklich ein gutes Spiel. Und zu Recht wird immer noch was für Sam Wonders produziert. Also es kommen ja immer auch Erweiterungen raus, die auch gut sind und so weiter. Also Sam Wonders Top-Spiel. Auf meiner 53 habe ich ein Spiel, das sehr thematisch ist, weil in der Serie ging es darum, dass am Ende alle sich gegenseitig umbringen wollen und sterben. Und nach dem Spiel kann es auch sein, dass einige sich umbringen wollen. Was ist das denn? Game of Thrones, okay. The Board Game. Zusammen mit der Mutter der Drachen Erweiterung habe ich das hier. Und es ist richtig thematisch das Game of Thrones Spiel. Aber Disclaimer. Ihr dürft es nur mit Menschen spielen, die verlieren können. Und die sich nicht ärgern, wenn was Gemeines passiert. Weil das ist im Buch auch so und das ist auch im Brettspiel so. Das macht das Spiel auch so einzigartig. Und oft ist man dann so, wie kann das sein? Aber danach will man es trotzdem nochmal spielen. Und man lernt das auch, denke ich, dass so lange man Brettspiele spielt, dass Verlieren nicht schlimm ist. Diese Eigenschaft muss man bei Game of... Das verliert nur bei diesem Spiel. Ich hab so eine komische Eigenschaft, dass wenn ich Brettspiele spiele, sage ich so, boah, ich bin so schlecht, ich verliere. Und ich sage das nicht einfach nur, weil um alle so zu sagen, geht nicht auf mich drauf, sondern ich bin wirklich, ich habe zum Beispiel Brass jetzt wieder gespielt, ich war am Verlieren, in meinem Kopf war ich richtig schlecht und wieso machst du das? Und boah, ey, was mache ich hier? Er ist so am Leiden, weil er ich habe so einen schlechten Zug gemacht. Und dass du daneben sitzt und denkst, boah, ja, der hat bestimmt jetzt richtig Kacke gemacht und der will jetzt richtig Letzter sein. Und also, da gewinne ich. und dann gewinne ich einfach. Und ich weiß nicht, wieso. Ich mache das wirklich nicht extra. Also ich dachte wirklich, ich bin richtig schlecht. Und bei Game of Thrones habe ich das auch so, boah, nein, jetzt hast du mich da angegriffen. Boah, wie kann ich mich da rausretten? Das ist komplett lost, ja. Und danach gewinne ich oder so. Das Schlimmste ist wirklich dieses Leiden dabei. So, und du merkst richtig, da tut dir richtig leid daneben dir. Und dann denkst du, okay. Du musst dir nicht leid tun. Ich ringe mit mir selber. So, Christopher, das ist so ein schwacher Zug gewesen. Das kann viel besser. Und Game of Thrones ist halt so ein einzigartiges Erlebnis, thematisch gesehen. Ja, würde mich immer an die Zeit erinnern, als Game of Thrones noch gut war. Und mittlerweile denke ich mir, schön, dass die Zeit vorbei ist. Mit Game of Thrones oder mit dem Brettspiel? Game of Thrones, okay. Das Brettspiel. Da bist du eingeschlafen. Das war mir zu lange. Okay. Ich habe es zwar gespielt, aber es dauert auch lange, ne? Deshalb auf der 53, weil ich habe da ein paar lange Spiele auch mit der hohen Spieleranzahl, die ich dann etwas besser finde. Mm. Gut, auf meiner 53 habe ich ein komplexes Spiel. Wir haben letztens hat jemand wieder kommentiert, bei Wally sind ja nur Partyspiele, Gateway-Games, so Roll and Ride. So. Dann denke ich, eigentlich mag ich auch so komplexe Spiele, aber die kommen noch, keine Sorge. Ach. Und hier haben wir eins davon. Und zwar Uno. Extreme. Das ist extrem. Genau. Nein, ich habe Gaia-Projekt hier auf meiner 53. Das ist... Wolltest du gerade lachen? Nein. Ist er angry? Ich habe so... Okay, auf jeden Fall. Gaia-Projekt. Was mag ich an dem Spiel? Es ist ein komplexes Spiel, wo wir... Ja, jeder hat seine Rasse.
Das ist dein Lieblingswort, ne? Jeder hat seine Rasse. Jeder hat seinen Charakter. Aber es sind ja Rassen. Fraktionen. Fraktionen. Das ist doch ein schönes Wort. Ich sag nur noch Fraktion. Jeder hat seine Fraktion, mit die sich komplett anders spielt. Das heißt, man jedes Mal, wenn du spielst, ist es anders. Abhängig davon, was du aussuchst, was deine Mitspieler aussuchen. Und natürlich, wie man das jedes Mal spielt, denn man kann jedes Mal auch anders, ja, auf etwas anderes gehen. Man kann hier, dieses Mal möchte ich komplett auf die Mission, ne? Es gibt halt jede Runde gibt was anderes, extra Punkte, darauf spielen. Man könnte aber auch sagen, okay, ich mache das anders und versuche meine Fraktion genau so zu nutzen, dass ich sie optimal nutze. Weil manchmal passt das, was die Fraktion dir eigentlich gibt, nicht mit den Runden-Missionen passen manchmal nicht zusammen. Aber naja, das ist auf jeden Fall total so ein spannendes Spiel, wo man wirklich viel mitdenken muss. Man hat ein Skilltree, Kulturleiste, glaube ich, heißt die. Naja, auf jeden Fall da, wo man da eben hochgehen kann, wo man sich hochleveln muss, um eben den Weltraum noch besser einzunehmen und so weiter. Also funktioniert sehr gut, ist ein komplexeres Spiel, aber ich finde, die Regeln sind vollkommen okay. Also wenn man sie einmal so hat, dann sie sind sehr intuitiv. Mhm. Na, und das ist wirklich ein großer Pluspunkt bei, wenn ein komplexes Spiel das hat. Ne? Da kommen wir gleich zu einem Spiel, das ist ein bisschen anders, aber mehr will ich nicht teasern. Also ich dachte, willst du mehr über Geier sagen? Okay. Nee, falls ihr meine Meinung über Gaia-Projekt wissen wollt, könnt ihr meinen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Video heißt. Irgendein Wir müssen reden. Ja, deswegen ist es das schlecht bewerteteste komplexe Spiel auf meiner Liste. Weil wir jetzt mittlerweile schon so viele andere auch haben, die ist nochmal ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz, Gaia-Projekt ist immer noch ein gutes Spiel. Mhm. Sollte auch immer noch gewürdigt werden, ne? Auf meiner 52 bleiben wir bei einer Überraschung, und das ist der Verlag, der mich immer wieder überrascht, und zwar Alea, weil sie den Preis kriegen für die hässlichsten Cover, und ja, alles ist da am hässlichsten, würde ich sagen. Das kann der Verlag richtig klasse, dass ich mir das Spielmaterial angucke und denke so, oh boy, was ist hier wieder passiert? Meiner persönlichen Meinung natürlich, wenn die das auch schön finden, ne, dann ist das halt so. Zum Beispiel hatten wir auch bei Carpe Diem, dass die Plättchenfarbe nicht schön ist und so, ne, sowas meine ich, ne. Und dann haben die Castles of Tuscany angekündigt. Da habe ich das Cover angeguckt. Ich so, oh, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Sieht aus wie beim Kölner Dom, dieses Ding da. Ne? Vielleicht soll es das auch sein, dieses Ding da. Zum Anklopfen, ne? Ja, das soll das auch sein. Ja, ich weiß. Stell dir vor, du bist ganz allein im Kölner Dom, ganz, ganz vorne und dann so eine Tür. Da machst du auf und ist das Martin Luther. Nein, Spaß. Ja, okay. Naja, egal. Castles of Tuscany ist rausgekommen. Und dann haben wir das aufgebaut und das sieht aus wie Burgen von Burgund. Was ich finde, das sieht gar nicht so schlimm aus. Ne? Und dann haben wir das angefangen zu spielen. So ein langes Vorwort, wie hässlich die Spiele von Alea sind. Aber dieses Spiel ist okay. Das Spiel ist okay. Da kann ich noch mit leben. Ne? Gut. So, und dann merke ich, die Spielmechanik hat mir richtig gut gefallen. Es ist halt so Zug um Zug mäßig. Man sammelt nämlich Karten, Set Collection, aber irgendwie erinnert mich an Zug um Zug. Und dann sammelt man die Karten und mit den Karten macht man die Aktion dann und baut sich dann so aus. Und das, finde ich, ist halt, was es hier so besonders macht. Burgen von Burgund ist ja schon 2 Stunden oder so. Und das hier spielt man wirklich in 40 Minuten runter, hat dieses Kartensammelfeeling. Und das ist für mich so ein bisschen in meinem Kopf, warum auch immer, ein Zug um Zug in Komplex. Obwohl es nichts mit diesen Gleisen bauen und so zu tun hat. Aber irgendwie ist es bei mir so abgespeichert. Ein komplexes Set Collection. Und spiele ich sehr gerne, haben wir auch mit Wally sehr viel zu zweit gespielt. Hat mich wirklich überrascht und gefällt mir richtig gut. Und deshalb auch auf meiner 52. Castles of Tuscan. Schade. Gut, ich komme wieder zu einem komplexen Spiel. Und zwar, und hier hat man das, die Regeln sind komplex, genauso wie das Spiel. Symbolik ist nicht gut gewählt. Ach,
Und deswegen war es am Anfang wirklich eine Hürde für mich, das überhaupt zu spielen, weil für mich das einfach keinen Sinn ergeben hat. So, ja, also man hat Farben benutzt, aber in der einen Grafik haben sie, bedeutet die Farbe das, und da in der anderen was anderes. Und da muss man wirklich erstmal studieren, das Spiel studieren, bis du das wirklich verstanden hast und dir selber so einen Weg gebaut hast. Okay, so ein langes Vorwort hier. Trismegistus. Ja, ich wusste es. Ne? Trismegistus, ich habe mich am Anfang wirklich geweigert, es zu spielen und ist auch irgendwo, also wegen diesen ganzen Punkten. Und dann, als wir es angefangen haben zu spielen, ich glaube, wir haben 2 Anläufe gebraucht, bis ich dann gedacht habe, okay, komm, wir spielen das jetzt vernünftig. Beziehungsweise wir haben einen Anlauf gemacht und dann nochmal richtig gemacht. Naja, auf jeden Fall, dann hat es mich aber überzeugt. Also vom Spiel selber funktioniert es sehr, sehr gut. Und ist dann auch gar nicht so schwer. Es ist auch gar nicht so schwer. Und ich denke, und in meinem Kopf ist, hätte man das nicht besser machen können? Ja. Aber da ich nicht, ich kriege kein Geld dafür, um das nochmal neu zu machen, deswegen mache ich es nicht. Ich habe es ja geschnallt, deswegen brauche ich es ja nicht mehr neu machen, sage ich mal. Also, ist halt auch Arbeit, ne? Aber das ist ein cooles Spiel, ja. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Trismegistus hat wieder mehrere Elemente. Man hat, da geht es halt wirklich um dieses Umwandeln die ganze Zeit. Man hat eben bestimmte Aufgaben, immer diese Aufgabenmissionen, die man erfüllen muss, aber ganz typisch gibt es in vielen Spielen. Naja, auf jeden Fall, die muss man erfüllen und da muss man versuchen, viel umzuwandeln, da muss man was bezahlen, aber hier brauchst du noch das und da musst du auch noch an das denken. Und da, das ist wirklich ein komplexes Spiel. Ja, macht vollkommen Spaß, funktioniert. Ich hätte auch wieder Lust, das zu spielen. Auf meiner 51 habe ich ein depressives Spiel. Deshalb spielen wir das gerade nicht, weil wir in einer depressiven Zeit leben. Pandemic oder was? Nein. This War of Mine, the Board Game. This War of Mine ist ein Spiel, das sich mit dem Thema Krieg beschäftigt, aber nicht mit den Soldaten an der Front oder man schiebt irgendwelche Cubes und erobert Gebiete, sondern nein, es beschäftigt sich mit dem Thema, mit den Menschen, die zu Hause geblieben sind, die beziehungsweise am meisten die Konsequenzen vom Krieg tragen, außer, also auch, dass man Opfer nimmt, dass man kein Essen hat, dass man, wenn man nachts rausgeht, man Angst hat und so weiter. Das transportiert das Spiel und auch richtig gut. Und deshalb muss man auch in Stimmung sein, um sowas zu spielen, weil die Storys sind dann auch hart. Ne? Und jetzt gerade in der Zeit will man das natürlich nicht spielen. Aber wenn man sowas gerade spielen möchte und auch zum Nachdenken kommen möchte, ne, dann finde ich, ist das Spiel richtig, richtig gut, richtig thematisch. Ein knallhartes Survival-Spiel. Es gibt ja sehr viele Robinson Crusoe-Hardcore-Fans, dass mich immer das noch dazu bringt, so, okay, Christopher, ich muss Robinson Crusoe ganz viel spielen, bis mir das auch gefällt. Aber für mich ist irgendwie This War of Mine mein Robinson Crusoe. Ja. Also, This War of Mine ist. Ach, ich rede später darüber. Deshalb auf meine 51. Auf meine 51 habe ich glaube, das bestbewerteteste Area-Control-Spiel, wo wir im Wikinger-Zeitalter gegeneinander kämpfen. Blood Rage. So, Blood Rage, was denn? Nichts. Ich habe gerade meine Top 10 geguckt. Wo ist das bei mir? Ja, wo ist mein Blood Rage? Platz 51, nicht was. Bei mir ist es auf Platz 51. Es ist an sich nicht meine Art von Spiel, aber mir macht das auch Spaß. Wenn ich mitspiele, macht es mir Spaß. Ich finde, es funktioniert sehr gut. Ich sage das so oft und ich hoffe, auf jeden Fall versteht, was ich damit meine. Mit diesem, man kann auf verschiedene Sachen gehen. Na, das sage ich so. Ja, es gibt verschiedene Strategien halt. Ja. Genau, es gibt verschiedene Strategien, die zum Gewinn, also zum Sieg führen können. Und das mag ich. Also dieses Ausprobieren, das heißt, jedes Spiel ist auch ein bisschen anders und man muss so sich anpassen an die Situation, an wie die anderen spielen, worauf die anderen gehen. Und man sieht, okay, der eine, der sammelt die ganze Zeit Loki-Karten, okay, den muss man ein bisschen stoppen, vielleicht die Karten wegnehmen, was auch immer. Und das macht Spaß. Und es funktioniert. Also es ist halt so. Ja, es macht einfach Spaß. Ja. Ne? Auch wenn es nicht meine Art, auch wenn es nicht meine Art von Spiel ist, kann ich das immer mitspielen.
Und hab sogar bei der Brettspielshow gewonnen. Das war das einzige Mal, aber es ist auf Kamera aufgenommen worden. Naja, gut. Gut, ja, das war's. Ja, und ja, Entschuldigung, falls es so lange gedauert hat. Bald kommt auch der nächste Teil. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren Plätzen 60 bis 51. Und wir haben es geschafft. Wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Juhu! Bis Weihnachten werden wir fertig sein. Die Spiele werden nur noch besser. Ja, das ist echt krass. Das ist echt krass. Aber ja, so ist das. Und da denkt man sich so, Blood Rage auf der 51, was kann da noch kommen? Bei Wally aber. Ja, bei mir nur. Gut, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, wenn ihr so lange geguckt habt und uns noch nie abonniert habt, dann weiß ich auch nicht. So, und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.